Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie wieder hier zu einer Fahrstuhlfahrt. Die Werte gehen runter, die Sonne scheint, die Außengastronomie brummt. Nur für einen bleibt es in den nächsten 5,5 Jahren dunkel. Es geht um die Cum-Ex-Geschichte, Steuerhinterziehung. Ein Kollege der Warburg Bank ist jetzt zu 5,5 Jahren verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er kann sicherlich Revisionen einlegen, aber die Einschläge kommen näher und sie werden heftiger. Sie erinnern sich, die ersten beiden haben umfänglich gestanden und dann wurde es eine Bewährungsstrafe. Der größere Fall, wenn wir die Chronologie mal zurückdrehen, der größere Fall Steuerhinterziehung davor war sicherlich Hoeneß, der nach seiner Haft gesagt hat, eigentlich hätte man ihn freisprechen müssen, das wäre normal gewesen, er hat doch alles brav zurückgezahlt. Der größte prominente Fall davor war sicherlich 2009 der Postchef zum Winkel. Da fehlten damals komischerweise 30.000 Euro, damit man ihm auch eine Gefängnisstrafe hätte anhängen können. Es ist dann bei einer Bewährungsstrafe geblieben, weil irgendein Ermittlungsrichter einen Antrag 12 Stunden zu spät gestellt hat. Alles relativ komisch, aber das ist so die Chronologie von großen, prominenten Steuerfällen. Und man sieht, in der Vergangenheit war es eher so ein Kavaliersdelikt und dann wurde auch gesagt, na, ich habe doch zurückgezahlt und so weiter und so fort. Aber es ist eben kein Kavaliersdelikt und das sieht man an 5,5 Jahren Haft. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die anderen Urteile ausfallen, wie viel Geld zurückkommt bei diesem, viele sagen, größten Steuerbetrug, der in der Bankgeschichte stattgefunden hat. Jetzt wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hier nächstes Wochenende wieder live im Fahrstuhl. Bis dahin, gute Zeit.